Bitte dem Straßenverlauf 4 Kilometer folgen. Stadt-Land-Streit beginnt heute mit einer schwarzen Wolke und vielen Fragen. Was war es jetzt? Wie oft ist das schon passiert? Kommt das wieder? Wie oft kommt das wieder? Was ist, wenn das Zeug jetzt wirklich gesundheitsschädlich war? Und weil die Anwohner des Dillinger Stadtteils Übernberg viele Fragen und nur wenige Antworten haben, fühlen sie sich... Man fühlt sich schon ein bisschen verarscht. Vor einigen Wochen wurde es plötzlich schwarz im Garten der Labouvies. Auf dem Boden hat es geglänzt, hat es richtig geglitzert. Also es hätten auch noch wie Metallpartikel drin sein können in diesem Staub. Dann merkten die beiden, dass der schwarze Staub auch im Haus zu finden war. Wir mussten alle Gardinen mussten wir abhängen. Die Wäsche, die im Keller zum Trocknen gehangen hat, die war dreckig gewesen, die musste noch mal gewaschen werden. Und so wie den Labouvies ging es auch vielen ihrer Nachbarn. Als wir von der Arbeit gekommen sind, war hier alles schwarz. So eine wabbelnde Schicht hat man dann halt eben gesehen, wie so halt eben ein Ölfilm auf einem Wasser. Für die Dillinger war direkt klar. Naja, wir dachten, das muss von der Dillinger Hütte sein. Also fragten sie bei der Hütte nach, was denn da auf ihre Häuser und Gärten heruntergeregnet ist. Und die Hütte schrieb zwar, dass die Fragen angekommen seien, aber eine Antwort schrieb sie. Uns erstmal nicht, nein. Dafür schrieb die Hütte dem Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz. Und zwar. Es wäre nichts gewesen. Nur hatte inzwischen ein Nachbar den Labouvies dieses Bild geschickt. Als Antwort auf das Bild kam von der Hütte wieder keine Antwort, sondern eine Frage. Aus welcher Straße wurde es denn aufgenommen? Dann denkt man natürlich, klar, da wollte man wieder was nur den Teppich kehren. Stimmt nicht, heißt es aus der Dillinger Hütte. Das Gefühl tut uns leid, das bedauern wir. Also wir hatten in keinster Weise das Ansinnen, die Menschen hinzuhalten oder auch irgendwas hinterm Berg zu halten. Aber warum hat man dann zuerst mal dem Lua geschrieben, dass gar nichts passiert ist? Die Betroffenen haben ja gleichzeitig an das Lua, an uns, die Stadt, geschrieben. Daher kam das Lua in dieser Situation auch schon bereits auf uns zu. Trotzdem hätte man ja den Anwohnern gleichzeitig schreiben können. Ja, also dass in dieser Situation nicht alles perfekt lief, können wir auch so unterschreiben und bestätigen. Doch dadurch fragten sich die Anwohner auch eine Woche nach der Wolke noch. Was war das, was hier so in großen Mengen eigentlich in unsere Wohnung eigentlich gedrungen ist? Erst eine Woche später kamen Mitarbeiter der Hütte, um Proben zu nehmen. Was selbstverständlich nach 2 ordentlichen Regengüssen nicht mehr möglich war. Nach dem Motto, wir haben nichts gesehen, wir haben nichts gehört, wir wissen nichts. Die Hütte begründet die Nichtbeprobung durch zu spätes Erscheinen mit Corona-bedingtem Personalmangel. Sodass keiner schnell reagieren konnte. Das ist im Nachgang betrachtet mit Sicherheit eine Situation, die man in Zukunft berücksichtigen muss und deutlich verbessern. Die erste wirkliche Antwort bekamen die Betroffenen eine Woche nach dem Vorfall vom Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz. Das schrieb, dass mit hoher Sicherheit von Verwehungen von Kohlestaub auszugehen ist. Aber davon ausgehen, dass da nichts Gesundheitsschädliches heruntergekommen ist, reicht den Anwohnern nicht. Nein, da kann man sich nicht mit abfinden. Das ist halt das. Auf unsere Nachfrage schreibt uns das Lua allerdings, dass man sehr genau nachvollziehen könne, welche Stoffe zum fraglichen Zeitpunkt in den Öfen verwendet wurden. Und so konnte, Zitat, fachlich berechtigt, auch ohne erneute Analytik der Schluss gezogen werden, dass im Staubniederschlag keine Schadstoffe in gesundheitsschädlicher Menge enthalten sind. Vor allem sei das möglich, weil kein Störfall vorlag. Solche Rauchwolken sind genehmigt und können vorkommen, wenn die Produktion, wie zum Beispiel aktuell, runtergefahren werden muss. Nur das heißt ja. Das heißt, ähnliche Ausstöße, mit denen müssen wir rechnen. Zumindest solange der Betrieb gedrosselt ist. Und so kann man zwar sagen, dass mit höchster Wahrscheinlichkeit keine Gesundheitsgefahr besteht, aber trotzdem endet die heutige Folge, wie sie anfing. Wie oft muss ich jetzt mit so einer Sache rechnen? Mit einer Frage.